Ja, hallo Freunde, ich habe mir mal hier dieses Dine-Einset von Link Chef zugelegt. Ja, so sieht das Ganze aus. Auslieferungszustand, toller Karton, alles toll einzeln verpackt. Wer es verschenken will, also macht damit einen guten Eindruck. Deswegen sage ich das immer an der Stelle. Ja, was habt ihr im Lieferumfang? Einmal den Mixer selber, schauen wir uns gleich mal im Detail an. Dann einmal einen Zerhacker. Den kann man natürlich für ganz vieles nutzen. Ne? Kaffee, dann die üblichen Dinge, Zwiebeln, Möhren, was weiß ich, Kartoffeln, was man sich so vorstellen kann. Dann habt ihr einmal einen Schneebesen. Der besteht hier aus zwei Teilen und zwar ist das ja natürlich immer das Werk. Das solltet ihr nicht reinigen, also nicht in die Spülmaschine geben, mal kurz mit dem Lappen drüber gehen, fertig. Ne? So, und dann wird das hier eingeklickt. Ja, sieht sich gut an, hört sich gut an und wird auch wieder rausgeklickt. Und das ist natürlich hier spülmaschinenfähig. So, beim Mixer sieht das ähnlich aus. Den nehme ich auch gerade mal eben zur Hand. Ne? Dann habt ihr natürlich hier den oberen Teil, den Pürierstab. So, Mixer, Pürierstab, was auch immer, Stabmixer, ja, und könnt den so abbringen. Was mir schon aufgefallen ist, wenn ihr so eine Umdrehung macht, dann denkt ihr immer, das Ding wäre schon dran. Nein, nein, ihr müsst einmal kräftig arretieren und dann passt das Ganze. Schauen wir mal vorne nach den Messern. Ja, hier hat man das ein bisschen ungewöhnlich gemacht oder neu gemacht, habe ich so noch nicht gesehen. Und zwar zwei Messer gerade, ein Messer nach hinten und dieses Messer hier hat man einmal so umgeklappt nach unten. Schauen wir mal, was das bringt. Wir werden später eine Möhrensuppe pürieren und so weiter und da vielleicht mal ein bisschen gefrorene Früchte. Weil so ein Gerät, damit könnt ihr einen Mixer ersetzen, einen Zerhacker und natürlich Schneebesen und so weiter, machen wir. So, womit legen wir los an der Stelle? Ich zeige euch mal gerade eben das Gerät nochmal. Also, hier oben stufenlos zu verstellen, beziehungsweise sind Stufen angezeigt, aber es werden sind keine Rasten da. Ne? Es geht von 1 bis 20 in der Geschwindigkeit. Das mal dazu. Es gibt natürlich eine Bedienungsanleitung. Ich schaue mal gerade, ob ich sie hier finde. Ja, finde ich. So sieht das Ding aus. Ist auf Englisch und da sind natürlich ein paar Angaben drin gemacht, welche Geschwindigkeitsstufe für was zu nutzen ist hier an der Stelle. Ja, also das mal hier zu den beiden Teilen und dann schauen wir uns einmal noch den Behälter an. Der sieht hier dann tatsächlich so aus. Hier oben gibt es immer so eine, ja, gummierte Oberfläche. Das ist natürlich, wenn man das spült, sollte man das direkt abwaschen. Ne? Auch das soll nicht in die Spülmaschine, sollte nicht, weil hier oben seht ihr auch wieder, ne, ist ein Werk verbaut und Spülmaschinentabs greifen sowas an, das kann dann mal rosten und so weiter. Also das ist nicht Sinn und Zweck der Übung. So, der Behälter selber wird hier einmal aufgedreht, ne? Habt ihr schon gesehen, ja? Also sitzt dann wirklich auch bombenfest. Und hier das Messer schauen wir uns auch mal gerade eben an. Das ist auch hier nur in einer Stellung rauszubringen und ansonsten wird das so arretiert. Hat hier eine Feder, ne? Wird also dann eben halt mit der Aktivierung dann auch nochmal runtergedrückt, sodass hier ein Messer wirklich am Boden läuft. Also Messer sind hier unten zwei Stück angebracht. Ne? Ist natürlich dann nicht unbedingt so für die Riesenmenge, aber wir probieren was aus. Ja, dann gibt es natürlich hier hinten noch, habt ihr gesehen, einmal diesen Mixbehälter. Den könnt ihr natürlich nutzen, um jetzt hier Milch, Banane rein und dann, ne, pürieren und so weiter. Wir machen auch ein bisschen was hier mit gefrorenen Früchten, damit ihr das auch einmal seht. Legen wir los, deswegen rede ich auch so schnell, weil dann können wir so wirklich ein paar Funktionen hier mal ausprobieren. Ja, dieser Behälter hier hat auch was sehr Schönes und zwar Folgendes. Ihr habt hier unten einmal den Gummifuß, damit das Ganze schön auf der Arbeitsplatte hier eben halt sitzt und nicht rutscht. Ja, das passt auch wunderbar. Und das könnt ihr einmal hier noch nehmen und das Ganze dann hier oben als Deckel drauf machen. Ja, einmal hier so rum verschließen und dann ist das auch wirklich dicht. Ja, und ihr könnt so in den Kühlschrank stellen. Ja, und eure Dinge, euer Milchshake, den Rest später auftrinken, was auch immer. Also alles in allem, aktueller Preis meine ich irgendwas um die 60 Euro. Kann man da überhaupt schon mal gar nicht meckern, ne? Okay. So, wie immer bin ich ja gemein und wir machen hier gefrorene Früchte, die eigentlich überhaupt nicht geeignet sind, weil es doch weichere Geschichten sind, ne? Trauben und so weiter, hier, ich glaube, Orange und was damit drin ist, ist also im Gegensatz zu den roten Früchten wesentlich schwerer, sowas zu pürieren. Aber wir machen es an der Stelle natürlich ohne Flüssigkeit, muss man immer wieder dabei sein, geht hier gar nichts. Ne? Ich nehme hier einfach so ein Medium Mineralwasser, Zucker kann ich später immer noch dran machen, wenn mir das zu sauer ist. Das ist immer das Thema. Ihr könnt natürlich auch Apfelschorle oder irgendwas nehmen, aber ist völlig wurscht. So, das Gerät selber nochmal hat zwei Stufen. So, Kabellänge übrigens ist 1,15 Meter und ihr habt hier oben, habt ihr schon gesehen, eine Aufhängung, wenn ihr das in der Küche aufhängen wollt. Zwei Stufen. Stufe 1. Stufe 1. Lautstärkentechnisch
sehr, sehr leise. Also das passt. Ich halte euch mal in die Messer rein. So, und jetzt machen wir mal den Turbo Stufe 2. Das hat natürlich schon was, ne? So, und wir sind hier oben eingestellt, habe ich auf Mittel stehen lassen, weil ich denke, das ist auch so das, was man machen sollte. Wir können hier gerne mal auf 20 stellen und schauen wir da einmal. Ja, das ist nochmal eine Ecke schneller und auf Stufe 2. Ja, so, ich hoffe, das Messer fliegt jetzt nicht raus. Okay, also ich weiß immer, viele reden immer über Asien-Artikel und so weiter, China-Artikel oder sonst irgendwas, Leute. Egal was, alles kommt heute aus Asien, insofern lasst uns das nicht vertiefen. So, wir schauen mal, wie wir hier reinkommen, ob wir überhaupt reinkommen. So, sobald wir in die Flüssigkeit kommen, sollte das Ganze ein bisschen besser gehen, ne? So, ich denke mal, ich werde jetzt hier oben mal die 20 einschalten und hier unten mal oben mal den Turbo aktivieren. Ja, also da muss man natürlich hier schon Gas geben, weil ich das auch ein bisschen überfüllt habe. Ne? So, ihr seht, Leute, das funktioniert wunderbar. Und hier spielt eben halt dann auch eine Wattzahl eine Rolle. Ja, im Gegensatz zu einem Standmixer, wo dann oft, was weiß ich, mit 1500 Watt oder sowas geworben wird, was völliger Nonsens ist, ne? Ist hier so eine Wattzahl 600, die sollte sein. Warum? Weil sonst natürlich hier der Motor, hier wird nichts heiß, kann ich euch versprechen. Ja, hier oben, egal wo ich hier anfasse, am Griff und so weiter. Ja, ist übrigens ergonomisch sehr, sehr gut gemacht, ne? Also da nochmal, ich halte euch mal rein, Ergonomie passt auch, ja, also es wird nichts heiß, weil ansonsten, klar, ist das Gerät, wenn es überlastet, eben halt schnell kaputt, ne? So, also, hier sage ich schon mal ganz klar, ich habe das auch schon mal mit einigen Mixern probiert hier an der Stelle, die Geschichte hier. Ich mache ja sehr, sehr viele hier Reviews für euch, Bewertungen und so weiter, Rezensionen. Ist das gescheitert, ne? Und das hier passt. Ich lasse das jetzt so in dieser Konsistenz. Ihr könntet jetzt natürlich beim Smoothie und so weiter hier noch Flüssigkeit auffüllen, ne? Und dann wäre das Ganze gut. Aber ich will da hier noch ein Püree draus machen. Mein Milchreis, der köchelt da hinten vor sich hin. Das ist das Thema und deswegen werden wir jetzt, apropos Milchreis, also das funktioniert hier schon mal vom Pürierstab her wunderbar. Später pürieren wir noch eben unsere Möhrensuppe, damit nehme ich euch auch ein Stück weit mit. So, das ist völlig in Ordnung, das stelle ich mal weg. Und wir machen jetzt hier mit dem Schneebesen. Sahne kann jeder, Eischnee ist wesentlich schwieriger zu schlagen, deswegen nehmen wir auch hier den Härtetest. Okay. So, ich musste ein bisschen umstrukturieren, weil ich so schnell wie möglich jetzt hier auch mal meine Möhrensuppe ans Kochen bringen möchte, ja, und wir gehen hier, normalerweise könnt ihr das Ganze natürlich so kochen, in dieser Form hier, aber wir gehen her, wir zerkleinern das Ganze jetzt, dann haben wir es nachher auch, haben wir die Möhrensuppe auch schneller fertig, ja, das ist das ganze Thema. So, schauen wir mal einmal hier vom Behälter her, müssen wir natürlich einmal feste schließen, so, das passt, wir sind auch hier schon, ne? Maximalbefüllung, also das ist der eine Punkt, und der andere Punkt ist der, Möhren sind natürlich auch ein bisschen hart. So, aber das sollten wir mit so einem Zerkleinerer hinbekommen. So, wir setzen das Teil hier mal auf, schauen wir mal. Ja, so sollte es funktionieren. Ich gehe hier wieder auf Stufe 10, ja, und hier oben und dann schauen wir einmal. So, von der Befüllung her waren wir hier auch schon wieder ein bisschen grenzwertig, aber wir schauen mal rein. An der Stelle, ob das Ganze in Ordnung ist, ja oder nein. Und das ist es. Ja? Also, und ihr habt gesehen, in welcher Schnelle das hier geht. Und ich kann hier, ihr seht, dass ich das jetzt hier, ne, einmal rundum umgeschüttelt habe. Also, alles ist sehr, sehr gleichmäßig hier. Also, auch das gefällt mir richtig gut. Also, dafür, dass das Ding nur zwei Messer hat, da war ich ein bisschen skeptisch, ne? Weil hier oben, aber ihr habt gesehen, hat das schön wieder runtergezogen. Also, gefällt. Ich mache das jetzt nicht noch kleiner, weil ich es ja noch kochen möchte. Okay, so, da die Frage bestimmt kommt, also hier, wie sieht es denn mit kleinsten Mengen aus, ne?
Ja, nehmen wir einfach mal ein bisschen Ingwer, ein bisschen Knoblauch für die Suppe hier und dann schauen wir auch da noch einmal rein und schauen mal, wie das Ganze funktioniert hier, ob wir das mitnehmen. Ich habe diesmal abgetrocknet hier, ne? Wir gucken. Ja, also, das wird wunderbar klein, ne? Könnt ihr auch, denke ich mal, sehr, sehr schön nachvollziehen. Ja. Dann können wir noch den Klassiker direkt hinterher machen, weil das kann ich jetzt hier wirklich in einem verwerten. Und wir schauen mal, ja, das passt. Wir nehmen mal den Klassiker, nehmen wir hier mal so ein paar Lauchzwiebeln, ein paar Zwiebeln noch mit rein. Und dann schauen wir uns das gleich dann nochmal in der Gesamtkonsistenz einmal an. Okay, dann machen wir mal, legen wir vielleicht direkt zusammen los. So, okay. Und dann einmal, let's go. Hier mit dem Behälter ist immer so ein bisschen fuchtelig, ne? Das muss man also einmal dann rumdrehen. Okay. So, und hier seht ihr natürlich das, was ich gesagt habe, Oberflächenstruktur. Da müsst ihr euch vorher überlegen, wenn ihr das kauft. Das muss man jetzt natürlich einmal mit Lamm abwaschen, ne? Weil das ist hier so, ja, so gummiert, das passt nicht. Das hätte ruhig hier eben halt aus glattem Plastik sein können, von mir aus auch hochglänzend. So, schauen wir mal, was ist denn aus der Geschichte geworden? Ja, Leute. Besser kann es nicht werden, ne? Also das ist immer richtig schön und alles auch gemischt, also das passt. So Freunde, unsere Möhrensuppe kocht, können wir später pürieren. Ja, unser Püree wird auch noch warm gemacht und da hinten unser Milchreis. Nur nicht, damit ihr immer denkt, ich erzähle euch einen Quatsch. Ich mache das hier immer beim Kochen direkt mit und wir schauen hier mal an der Stelle nach unserem Eischnee. Wie wir das jetzt hier hinbekommen mit unserem Gerät. Schauen wir hier nochmal haptisch, was eben halt das Aufbringen hier von dem Schneebesen anbelangt. Also einmal fest arretieren. Und hier sollten wir wirklich jetzt, ne, Stufe 20 und den Turbo einschalten, damit wir das Ganze auch wirklich extrem schnell hinbekommen. So, ich nehme euch so ein Stück weit mit. Eventuell muss ich euch zwischendurch mal abhängen, weil das natürlich auch mal ein bisschen länger dauert hier. Ne? Aber keine Sorge, ich hole dann keinen fertigen Eischnee wie in Kochsendungen aus dem Kühlschrank und sage, hallo, das war's. Ne? Schau mal. Also das ist wirklich schon ein Turbo. Ne? Ja, das könnt ihr sehen. Ne? Ja, ich glaube, das wird der schnellste Eischnee meines Lebens. Also, das ist so fix, das Ding hier. Ja, ich habe euch jetzt deswegen live dabei gelassen, weil das wirklich, das ist so ein Turboteil hier. Also, wenn ihr diese Geschwindigkeit, also noch schneller, kann ich euch versprechen, ich glaube, das war wirklich jetzt ohne Flachs, der schnellste Eischnee, den ich jemals in meinem Leben hergestellt habe, den ich jetzt wunderbar unter meinen Milchreis heben kann. Da wird das Ganze doch wesentlich lockerer. Also das Zeug ist fertig, ne? Also da geht jetzt nichts mehr, da brauchen wir nichts mehr machen. Müsst ihr nur aufpassen, wenn ihr dann Sahne schlagt, dass ihr das Ganze hier nicht ganz so schnell einstellt, weil sonst kann es natürlich auch gleich dann, ne, der Punkt überschritten sein und dann wird es riesig oder wie auch immer man das nennt, ich kann es euch gar nicht mal sagen. Okay, also Schneebesenfunktion 7 Sterne von 5. Okay. So, unsere Möhrensuppe ist in den letzten Zügen und ich nehme die Hälfte ab, weil ich natürlich auch noch ein bisschen al dente haben will und den Rest püriere ich. Nur das nur dazu vorab. Ich habe mal gereinigt, also im Endeffekt feuchte Küchenlappen, ne? Also Küchentuch feucht machen. Ganz wenig Spülmittel drüber, abtrocknen, fertig. Hier ganz genauso. Und dann sieht das Ganze auch wieder richtig schick aus. Kann man auch so stehen lassen, entsprechend auch hier. Ne? Also nochmal von unserem Schneebesen. Schneebesen ist schon in der Spülmaschine oder liegt noch da drüben, keine Ahnung. Ja, hier einfach mit klar Wasser drüber und einmal nachwischen und das auch. So, dann pürieren wir mal. Ja, vielleicht zur Konsistenz. Ich habe also wirklich, ihr seht hier, ne, jede Menge auch große Stücke drin gelassen. Hier bei der Geschichte, die anderen habe ich, wie gesagt, das, was ich abgenommen habe. Ich habe jetzt hier im Prinzip die doppelte Menge gehabt. Ja, so, das mal dazu. Okay, dann legen wir einmal los. Ich denke mal, ihr wisst, pürieren dauert manchmal ein bisschen länger. Ich stelle hier wieder auf die üblichen 10 und dann kann man ja zwischen 1 und 2 mal variieren. Ne?
halte hier mal kurz an, und zwar, ihr seht, ne, selbst wenn wir ziemlich weit rausheben, also es spritzt nicht und es sieht schon sehr, sehr gut püriert aus. Ne? Und wir können ja wirklich mal den Spaß machen und hier mal auf Stufe 20 stellen hier oben und jetzt einmal ausprobieren. Ich fange aber erstmal mit Stufe 1 an. So Leute, ich denke, das soll reichen. Ihr seht auch hier, ich habe euch jetzt auch da wieder komplett einmal dabei gelassen, dann wird es halt ein längeres Video, aber dann seht ihr, okay, komm, hier ist auch nichts gefaked und so weiter. Also, auch das hier hat einen wahnsinnigen Turbo und das Allerschönste ist, so, zum Beispiel alles schmutzig, es wird überhaupt nicht heiß, man merkt also wirklich hier an der Stelle, okay, da stecken auch 600 Watt drin, ja, also... Die Leistung, ne, ihr könnt euch vorstellen, mit 30 PS auf dem Berg oder mit 80, ja, wenn du 30 PS oben Berg rauf fährst, mit 4 Leuten im Auto, dann irgendwann fängt der Motor an zu qualmen. Hier nichts, also da stimmt die PS-Zahl, in diesem Fall Wattzahl. Also es passt alles ganz, ganz toll. Ja, also da freue ich mich, dass ich euch da wieder mitgenommen habe, denn viele Geschichten landen bei mir auch immer im digitalen Papierkorb hier. Ist es ein Gerät, wo es sich absolut gelohnt hat. Also Link Chief kenne ich als Marke nicht, aber hier braucht man auch keine Marke, weil hier passt alles. Qualitativ alles auch hier. Ne? Diese Geschichten sind wirklich aus dickem, hartem Plastik. Also tolles Gerät, von mir klare Kaufempfehlung. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Wünsche euch jetzt alles Gute. Bleibt gesund und ja, was soll ich sagen? Ich würde sagen, Mahlzeit. Okay, tschüss.